Singen, loben, danken dem Herrn, das wollen wir jetzt tun. Nur singen dürfen wir nicht, aber loben und danken umso mehr. Und das wollen wir gemeinsam tun im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und deinem Geiste. Ganz herzlich heiße ich Sie alle heute Mittag hier in der Martini-Kirche willkommen. Sie, die Absolventinnen und Absolventen, und Sie, die Lehrerinnen und Lehrer an der Hildegardeschule. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Hans-Bernd Köppen und ich bin Pfarrer hier in der Gemeinde St. Lamberti und gehöre damit sozusagen zur Nachbarschaft. Jetzt aber will noch jemand begrüßen hier aus der Schülerinnenschaft. Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, liebe Lehrer und Lehrerinnen, im Namen aller Teilnehmer der religionspädagogischen Professionalisierung begrüße ich Sie und euch natürlich zu unserem Abschlussgottesdienst, live hier in St. Martini oder auch als Livestream von zu Hause. Vor 3 Jahren haben wir unsere Schulzeit mit Gottes Segen begonnen. Nun möchten wir diesen Abschnitt unseres Lebens auch im Vertrauen auf Gott beenden und uns erneut auf den Weg machen. Heute, an diesem besonderen Tag unserer Entlassfeier, wollen wir noch einmal auf die vergangenen 3 Jahre zurückblicken, Danke sagen für das, was war, und Mut gewinnen für das, was kommt. Guter Gott, du bist uns nahe jeden Tag. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Dein Wort ist ein Licht auf unseren Wegen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Dein Geist begleitet und beflügelt uns. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. So lasst uns beten. Guter Gott, wir stehen vor dir mit allem, was uns in diesem Augenblick bewegt. Wir freuen uns, dass die Ausbildung nun hinter uns liegt. Die Prüfungen sind geschafft. Wir haben diesen wichtigen Abschnitt unseres Lebens bewältigt. Danke, dass du mit den Talenten und mit Fähigkeiten ausgestattet hast, die für die Schulzeit nötig waren. Unsere Zukunft ist ungewiss. Mancher steht hier auch sorgenvoll. Viele Wege stehen uns offen, aber wir können noch nicht sehen, wohin sie uns führen. Sei bei uns auf dem nächsten Lebensabschnitt. All unsere Freude und unsere Sorgen legen wir in deine Hände. Wir danken dir für diesen Tag. Amen. Immer vorwärts. Deine Stärke liegt in deiner eigenen Brust. Nur, dass du sie erst durch Werke unermüdlich wecken musst. Erst bei jenen Hindernissen fühlt er, dass er Stärke barg. Eichen hat er mitgerissen, das bedenke und sei stark. Lass ein jedes sorgsam reifen, denn für jedes kommt die Frist. So erst lerne zu begreifen, wie unendlich stark du bist. Thank you.
Wir hören einen Ausschnitt aus dem Evangelium nach Matthäus. Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, so dass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen: Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus antwortete ihnen: Warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Staunen: Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Absolventinnen und Absolventen der Hildegardeschule, liebe Schulgemeinde, voll Sorgen, so hieß es eben im Gebet, blicken einige in die Zukunft. Zukunft ist ungewiss. Und das stimmt auch. Zukunft ist immer ungewiss. Es kann morgen etwas passieren, was alle Pläne durchkreuzt. Aber gerade in dieser Zeit und in diesem Jahr können Sie sich eigentlich in jeder Hinsicht beglückwünschen. Denn Sie haben einen Beruf gewählt und sind darin jetzt auch absolviert, der systemrelevant ist und bei dem der Arbeitsmarkt gar nicht so schlecht aussieht in dieser Zeit. Eigentlich werden die meisten von Ihnen, wenn Sie in erzieherischen Berufen tätig werden wollen, eine gute Chance haben, auch etwas zu bekommen. Anders als mancher, der vielleicht in diesem Jahr seinen Abschluss in Bereichen macht, die wirtschaftlich viel stärker betroffen sind von der Krise. Von daher herzlichen Glückwunsch zu Ihrem bestandenen Ausbildungsabschnitt und herzlichen Glückwunsch zu dieser Berufswahl. Systemrelevant, das ist ja so ein Ausdruck, der sich in der letzten Zeit plötzlich erst breit gemacht hat. Und für manche war das vielleicht auch ein bisschen etwas Wertschätzung, die mit diesem Begriff verbunden ist. Wer systemrelevant ist, der darf auch in einer Zeit des Lockdowns raus. Der hat bestimmte Privilegien und Aufgaben. Dem wird bescheinigt, du bist so wichtig, dass du auch, wenn alles andere still liegt, noch arbeiten musst. Systemrelevant, das sind die Polizisten, das sind natürlich Ärzte und Ärztinnen, das sind die Pflegekräfte und das sind plötzlich aber auch die Menschen an der Supermarktkasse. Und es sind eben die Erzieher und Erzieherinnen in den Berufen. Ob sich das zukünftig auch mal finanziell darstellt, weiß ich noch nicht. Da befürchte ich, wird man eher vergesslich sein. Aber die Systemrelevanz zeigt, was sie tun, hat Bedeutung und wird plötzlich auch von einer Gesellschaft in der Bedeutung erkannt. Dass sich um Kinder kümmern, Menschen behilflich sein, sich zu entwickeln, auch gut zu entwickeln, sie dabei begleiten zu dürfen, das ist nicht irgendetwas. Das hat Relevanz auch für das System. Spannend finde ich, wenn man einen Augenblick gerade an einem solchen Tag darüber nachdenkt, welche Impulse vielleicht von diesem Begriff für Sie, für Ihr Leben, für Ihre Zukunft ausgehen können. Man kann sich natürlich erst einmal zurücklehnen und sagen, ja wunderbar, jetzt bin ich systemrelevant. Was heißt das?
Wir alle sind ja in ganz verschiedenen Systemen eigentlich beheimatet. Die Familie ist ein System, die Schule ist ein System, jede Kita oder jede andere Erziehungseinrichtung ist ein System. Und wir sind vernetzt in einem noch viel größeren System der Stadt, des Landes und so weiter und so weiter. Systemrelevanz bedeutet zum einen, damit das System Staat funktioniert, ist jemand relevant. Das ist wichtig. Ich glaube aber, es gibt einen Aspekt da drin, der allzu leicht damit verbunden wird. Wer systemrelevant ist, der ist auch leicht systemkonform. Ich finde darum, ein erster wichtiger Impuls für Sie heute an diesem Tag ist, freuen Sie sich über die Relevanz. Ganz relevant ist aber auch, dass Sie systemkritisch bleiben, im Großen wie in den kleinen Systemen. Denn zu viel Systemkonformität sorgt leicht für ganz vertraute Verhältnisse, in denen niemand kritisch nachfragt. Und das ist Gift. Gift für die Kirche, Gift für eine Gesellschaft und auch Gift für eine Einrichtung. Es braucht auch den kritischen Blick. Und wir sind ja hier auch im Rahmen eines Gottesdienstes. Und darum möchte ich den Begriff der Systemrelevanz mit einem zweiten Begriff ergänzen. Auch der bedeutet Wertschätzung. Auch der bedeutet, das bedeutet mir etwas. Aber für mich klingt er noch einmal ganz anders. Das ist das Herzensanliegen. Haben Sie Herzensanliegen? Liegen Ihnen Menschen am Herzen? Ich bin mir sicher, Ihr Freund, Ihre Freundin, Familienangehörige, Menschen, die sehr vertraut mit Ihnen durch das Leben gehen, die liegen Ihnen am Herzen. Vielleicht ist das aber auch ein schöner Begriff, gerade hier in der Kirche, weil wir auch von Gott wissen, dass er sagt, die Menschen liegen mir am Herzen. Das stärkt das Vertrauen, das stärkt auch den Blick in eine Zuversicht für die Zukunft. Weil ich Gott, weil ich Menschen ein Herzensanliegen bin, darum kann ich auch mit Vertrauen Zukunft gestalten. Ich finde, dass dieser Begriff des Herzensanliegens gerade auch in Berufen, in denen man mit Menschen zu tun hat, eine ganz besondere Bedeutung hat. Es geht eben nie nur um ein Relevantsein. Es geht nie nur um ein System. Es geht um Menschen. Es geht darum, was liegt uns am Herzen, dass die Zukunft so gestaltet werden soll, dass Menschen sich entfalten können, dass sie sich in ihrem beruflichen und privaten Umfeld entfalten können, ihre Talente einbringen können. Die beiden Dinge möchte ich Ihnen heute hier am Tag Ihrer Zeugnisübergabe und des Abschlusses von Herzen wünschen. Freuen Sie sich, dass Sie diesen Beruf gewählt haben. Freuen Sie sich, dass Sie systemrelevant sind. Bleiben Sie systemkritisch und Sie sind Gott ein Herzensanliegen. Vergewissern Sie sich immer wieder auch, wer und was auch Ihnen so am Herzen liegt. Amen.
Bevor wir die Kommunion austeilen, desinfizieren wir uns immer gründlich die Hände. Das sollte jetzt auch für Zeugnisse gut sein. Ich wünsche Ihnen jetzt, dass Sie nach vorne kommen, der Reihe nach. Ich rufe Sie auf und dann gratuliere ich Ihnen noch einmal von Herzen und übergebe Ihnen gerne für Ihre Zusatzqualifikation das Zeugnis. Frau Laura Out. Frau Jessica Berning. Frau Chantal Büter. Frau Christina Feldmann. Herr Hannes Hemann. Ich habe jetzt schon Herz gelaufen. Du hast ja schon Zahlen reingeschrieben. Frau Wiebke Kaufmann. Frau Laura Power. Aber es ist nicht Laura, sondern Lara. Die Brille beschlägt ein bisschen. Frau Eva Peters. Frau Annik Richter. Frau Luisa Saalmann.
Frau Pia Siemann. Frau Inger Thieme. Jetzt wollen wir einige Fürbitten vor Gott tragen. Gib uns die Kraft, auch nach unserer Ausbildung unseren eigenen Lebensweg zu verfolgen, damit wir unsere Lebensträume auch in der Zukunft verwirklichen können. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, stärke uns in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und bedürftigen Menschen, damit auch diese die Möglichkeit und die Motivation bekommen, ihren eigenen Lebensweg zu verwirklichen. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Positive, sondern auch negative Nachrichten. Herr, gib uns auch in den schlechten Zeiten die Kraft und die Motivation, zu unserem Weg zurückzufinden. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Lehrerinnen und Lehrer, die uns diesen Abschluss ermöglicht haben. Gib ihnen Kraft, Kreativität und Freude für ihre Aufgaben. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wahr und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Herr, schenke uns ein Herz, das Freude daran hat, das Größte zu tun, das Menschen tun können, einander helfen. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. Keinen Tag soll es weben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir das Leben schenkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wahr und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe.
So lasst uns jetzt gemeinsam beten, wie der Herr selber uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einen Augenblick Platz. Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, liebe Lehrerinnen und liebe Lehrer, das Ende der Ausbildung ist gekommen und nun stehen wir hier nach 3 Jahren gleich mit unserem Abschlusszeugnis in der Hand. Dazu gratulieren wir allen Schülern und Schülerinnen ganz herzlich. Dieser Weg war für den einen oder anderen nicht immer einfach. Besonders jetzt am Ende der Ausbildung hat uns die Corona-Pandemie noch ein paar Steine in den Weg gelegt und unseren Weg zu einem Hürdenlauf gemacht. Wir alle mussten improvisieren und es wurde von allen Seiten große Flexibilität erwartet, um den gestellten Aufgaben noch gerecht zu werden. Das war nicht immer einfach und hat viele Nerven gekostet. Doch hier versicherten uns Herr Geisemann und Herr Niemeyer, dass wir unsere Ausbildung in jedem Fall im Sommer abschließen werden. Darauf können wir nun stolz sein. Im Namen aller Schülerinnen und Schüler bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Lehrerinnen und Lehrern, besonders bei den Bildungsgangsleitern Herrn Geisemann und Herrn Niemeyer, sowie unseren Klassenlehrern Frau Wagner, Frau Gerdich, Herrn Geisemann und Frau Kohake. Sie haben für alle Schülerinnen und Schüler immer das Beste getan. Dass wir die Ausbildung gut schaffen, war ihr größtes Anliegen. Unser Dank gilt aber nicht nur den Lehrerinnen und Lehrern, die uns auf unserem Hürdenlauf zum Abschluss begleitet haben, sondern auch allen, die diesen Tag ermöglicht haben. Danke an Sie, Hans-Bernd Köppen, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns feiern. Danke an Frau Michael, Herrn Dabrowski und Herrn Hebben für die musikalische Unterstützung. Das ist bei der Fülle an Gottesdiensten in diesem Schuljahr wirklich allerhand. Danke auch Frau Gedig und Frau Schulte-Lüke, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns vorbereitet haben. Wir wünschen nun allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Wohin auch immer Sie jetzt gehen werden, was Sie tun werden, wir bitten darum, dass Gott Ihren Weg segnet. Gott segne deinen Weg, die sicheren und die tastenden Schritte, die einsamen und die begleiteten, die großen und die kleinen. Gott segne dich auf deinem Weg mit Atem über die nächste Biegung hinaus, mit unermüdlicher Hoffnung, die vom Ziel sinkt, das sie nicht sieht, mit dem Mut, stehen zu bleiben und der Kraft, weiterzugehen. Gottes Segen umhülle dich auf deinem Weg wie ein bergendes Zelt. Gottes Segen nähre dich auf deinem Weg wie das Brot und der Wein. Gottes Segen leuchte dir auf deinem Weg wie das Feuer in der Nacht. Geh im Segen, und gesegnet bist du Segen, wirst du Segen, bist ein Segen, wohin dich der Weg auch führt. Das gewähre euch allen der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin im Frieden und im Segen des Herrn.
Liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte es vor Freitag, dem 13. März, für möglich gehalten, dass wir heute hier in diesem eher kleinen Rahmen, ganz ohne Verwandte, Freundinnen und Freunde und unter Verzicht auf den eigentlich anschließend üblichen Sektempfang, die Verabschiedung unserer Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten feiern werden? Infektionsschutzbestimmungen, Hygienemaßnahmen, begrenzte Personenzahl, Mund-Nase-Bedeckung, Mindestabstand. Die Corona-Pandemie geht auch an der Hildegardeschule nicht vorbei. Das Virus Covid-19 hat auch die Fachschulen fest im Griff. Wie gut, dass wir in diesem Jahrgang unsere BP-Studienfahrten bereits für den Herbst vorgesehen hatten und sie wie geplant durchführen konnten. Die HEP-BPs waren mit Herrn Niemeyer und Frau Terkorn über den 9. Oktober 2019 in Leipzig und konnten dort die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution miterleben. Die beiden FSP-BP-Klassen waren zu diesem Zeitpunkt gemeinsam in Berlin. Dort haben wir zusammen mit Frau Wagner, Frau Hüppe und Herrn Meister alle Nutzungsmöglichkeiten und Grenzen der Berliner Verkehrsbetriebe ausgelotet und sind kreuz und quer durch Berlin getourt. Mal eben von Alt-Tegel nach Marzahn-Mitte, kein Problem. Bis Mitte März lief dann alles noch normal. Praxisbesuche, Beschulungsblöcke, Projektplanung, Beobachtungsaufgaben, Teilhabeplanung, Gruppenanalysen und dann kam er, der Corona-Shutdown. Und von einem Tag auf den anderen konnte nichts mehr so laufen wie geplant. Wenn ich heute auf die letzten 14 Wochen zurückschaue, hoffe ich sagen zu können, dass das Krisenmanagement in der Fachschulausbildung an der Hildegardeschule sicherlich nicht perfekt, aber doch ganz akzeptabel war. In meiner Wahrnehmung jedenfalls besser als das des Schulministeriums NRW, von dem sich die Berufskollegs bis heute so manches Mal im Stich gelassen fühlen. In der Corona-Krise war es uns wichtig, ihnen immer die Sicherheit zu geben, dass ihnen aus der entstandenen Situation keine Nachteile entstehen, und stets die Gewissheit zu vermitteln, dass sie im laufenden Schuljahr ihre Ausbildung beenden und erfolgreich abschließen werden. Und nun möchte ich mich bei Ihnen, liebe HEP-BP und liebe FSP-BP1 und BP2, ganz herzlich bedanken für Ihre Geduld, die Sie mit uns über 3 Jahre hatten, für Ihre Nachsicht, die Sie geübt und das Verständnis, das Sie uns entgegengebracht haben, für Ihre kritische Haltung, Ihren Humor und Ihre ungeheure Coolness. Wir Lehrerinnen und Lehrer in der Fachschule, wir wissen ganz genau, wir hatten mit Ihnen den Himmel auf Erden. Es war uns eine Freude, Sie unterrichten zu dürfen. Mal ehrlich, wo gibt's das heute noch? Leistungsstarke Studierende mit riesigem Selbstbildungspotenzial, die aus intrinsischer Motivation heraus im Team, in einem ansprechenden Ambiente, auf der Grundlage einer von Wertschätzung und Toleranz getragenen Lernatmosphäre ein Lehr-Lernarrangement gestalten, das es uns Lehrpersonen leicht macht, die Co-Konstrukteure ihrer Bildung zu sein. So waren unsere Unterrichtsgespräche
zum Beispiel über Tattoo- und Piercing-Verbote während der Ausbildung oder über neue Ringe und Ketten aus der Wendy und über Pickel im Gesicht, die nie wieder weggehen. Eine große Bereicherung in unserer schulischen Alltagsbewältigung. Ich werde Sie vermissen. Ich werde euch vermissen. Liebe Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, liebe Erzieherinnen und Erzieher, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Berufsabschluss. Ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles erdenklich Gute und Gottes Segen. Kommen wir nun zur Zeugnisausgabe. Wir fangen an mit den HEPs heute. Die Laufwege sind ja bekannt. Ich rufe die einzelnen Namen auf und Sie kommen dann bitte unter Beachtung der Hygienevorgaben hier nach vorne. Wir beginnen mit Lena Katharina Bergmann. Andrea Beuse. Chantal Biermann. Claudia Costa Pinto. Clara Duzinski. Lena Godereis. Wir hatten einen etwas weiteren Weg. Mona Großfeld. Daniel Harms. Carmen Hillebrand. Helena Husmann. Celine Kempe. Anna Klamt. Mayra Lanfer. Rabea Martin.
Jule Palfner. Katharina Rickmann. Sebastian Schmand. Alice Sutrup. Und Erik Wirwille. Allen Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir machen weiter mit der BP1. Laura Out. Jessica Berning. Jannik Begrüller. Joana Figuera Miguel. Gamze Gosta. Theresa Jansing. Theresa Klaas. Sina Krass. Julia Kuhlmeier. Marion Lückemeier. Zeit muss sein, alles gut. Vanessa Lücking. D.
Dennis Marcinkowski. Vivian Sarah Mross. Judith Pankala. Eva Peters. Michaela Rathmann. Annik Richter. Sarah Schmidt. Inga Thieme. Und Maike Timm. Allen Erzieherinnen der BP1 und Erziehern herzliche Glückwünsche nochmal. Kommen wir jetzt zur BP2. Dominik Adler. Joanna Ahlers. Chantal Büter. Christina Feldmann. Caroline Frahling. Julia Grass. Hannes Hemann. Selina Höhing. Sarah Jürgens.
Wiebke Kaufmann. Simone Körtgemeier. Marlene Langkamp. Esther Lehr. Elisa Möllers. Elisa ist schon da. Nele Palfner. Lara Bauer. Louis Rotstegel. Luisa Saalmann. Sophie Schulze. Pia Siemann. Lara Sophie Thies. Sabine Vogelsang. Allen Erzieherinnen und Erziehern der BP2 nochmals herzlichen Glückwunsch. Okay. Also, es ist vorhin ein ganz kleines Missgeschick geschehen. Und zwar wurden die Verfassungen, die HEPS, ich weiß nicht, ob es bei den HEPS auch der Fall ist, auf jeden Fall bei der BP1, wurden versehentlich einfach irgendwie verteilt. Die sind aber personalisiert. Ihr habt gleich Gelegenheit, die einmal zu tauschen, denn normalerweise findet ja nach der Zeugnisvergabe noch ein kleiner Umtrunk an der Hildegardeschule statt. Das ist in diesen Zeiten leider nicht möglich. Dennoch möchten sich Ihre Lehrerinnen und Lehrer gerne noch bei Ihnen verabschieden. Daher bleibt noch ein wenig sitzen. Wir fahren gleich die Technik hoch und diese 1,5 bis 2 Minuten, geschätzt,
könnt ihr kurz nutzen, um die Verfassungen zu tauschen, weil vielleicht seht ihr euch dann nachher nicht mehr ganz so häufig. Liebe Absolventinnen und Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik, ich wünsche Ihnen alles Gute und die herzlichsten Glückwünsche zur bestandenen Ausbildung. Für Ihre Zukunft alles Gute und in diesem Sinne stoßen wir heute auf Sie an. Prost! Liebe staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegerinnen, ich gratuliere Ihnen ganz, ganz herzlich und wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles, alles Gute und ich hoffe sehr, dass wir uns irgendwann noch einmal begegnen. Und nicht unbedingt vielleicht im Pflegeheim. Alles Gute. Tschüss. Liebe BPs, ich möchte Ihnen ganz herzlich gratulieren dazu, dass Sie jetzt Ihren Abschluss in der Tasche haben. Ich selber habe Sie jetzt zwar schon seit 2 Jahren nicht mehr unterrichtet, das ist ja schon eine ganze Weile her. Ich habe aber an einige von Ihnen noch gute Erinnerungen. Ich hatte Sie ja zum Teil im Wahlvertiefungsfach. Und das hat mir immer besonders viel Spaß gemacht, weil wir viel draußen waren. Und außerdem habe ich auch noch gute Erinnerungen an viele von Ihnen, die sich an Baccaball und auch beim Katholikentag so eingesetzt haben und zum Beispiel auch unsere Kinder ganz toll beschäftigt haben. Ja, und was ich Ihnen jetzt noch wünschen möchte, ist nur, dass Sie alle eine schöne Stelle finden, die gut zu Ihnen passt. Und dass Sie auch in ein tolles Team kommen. Alles Gute wünsche ich Ihnen und viel Erfolg weiterhin. Tschüss. Auf einmal fiel ich aus dem Nest. Ich fiel und fiel und stellte fest, das hatten alle mir verschwiegen. Ich stellte fest, ich konnte fliegen. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für eure Zukunft. Liebe Schülerinnen der FSB, auch ich möchte Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Abschluss gratulieren. Ich erinnere mich immer noch gerne an unsere Stunden im Vertiefungskurs. Ernährung und Bewegung, das sind doch Dinge, die besonders wichtig sind für eine gute und gesunde Lebensführung, gerade auch für Kinder. Und da setze ich auf Sie, dass Sie das auch vermitteln. Alles Liebe, alles Gute und Tschüss. Thank you.
Zeit, gute Fahrt. Pep, hurra, geschafft. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Abschlussprüfung. Ihr wart mindestens alle 3 Jahre an der Hildegarde-Schule. Nun verlasst sie. Ich wünsche euch für eure weitere Zukunft alles Gute. Liebe Absolventinnen und Absolventen, ich wünsche euch, dass ihr privat glücklich seid und dass ihr beruflich immer einen liebevollen Blick auf die Kinder und Jugendlichen, die euch anvertraut sind, haben könnt. Bleibt stark, gelassen und angreifbar, immer wissend um Gottes guten Segen im Rücken. Ihr Lieben, euch allen meine herzlichsten Glückwünsche zur bestandenen Prüfung. Im Berufspraktikum euch leider nur aus der Distanz begleiten zu können, empfand ich insofern als nicht einfach, da ich nie wusste, wie es euch geht, ob alles in eurem Sinne verläuft. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass ihr alle bestanden habt, dass ihr fertig seid. Für die beiden gemeinsamen Jahre nochmals mein aufrichtiges Dankeschön. Die Zeit mit euch war rundum schön. Für eure Zukunft wünsche ich euch alles Gute und vor allem Gesundheit. Bis dahin, euer Karl. Liebe MEPs, herzlichen Glückwunsch zu eurer bestandenen Abschlussprüfung. Ich freue mich total mit euch, habe hier extra den Sekt ausgepackt und werde mir den gleich für euch genehmigen. Also, wenn wir schon nicht persönlich anstoßen können, in Zeiten von Corona, mache ich es wenigstens zu Hause für euch. Ja, eine turbulente Zeit, eine aufregende Zeit geht vorbei. 3 Jahre Hildegarde-Schule sind beendet. Ihr habt es jetzt hinter euch. Ich werde noch da bleiben und ich hoffe, dass wir uns auch auf jeden Fall in Zukunft noch mal wiedersehen an der Hildegarde-Schule. Ich wünsche euch für die Zukunft alles erdenklich Gute, viel Glück, Gesundheit, viel Erfolg in eurem Job. Denkt daran, seht immer den Menschen und auch wenn es turbulente Zeiten sind, vergesst nie, wer ihr seid und welche wichtige Profession euch ihr erlernt habt, euch widerfahren ist. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald, macht's gut, tschüssi. Lebensweltorientierung, Resilienz, Systemtheorie, Inklusion und vielen Dingen mehr habt ihr euch jetzt 3 Jahre lang beschäftigt. Jetzt habt ihr es geschafft, ihr seid fertige Erzieherinnen und Erzieher und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger und habt 3 oder sogar 5 Jahre Hildegardes-Schule hinter euch. Ich freue mich, euch bald in der Praxis als vierte Praxisanleiterin und Praxisanleiter wiederzutreffen und stoße auf euch an. Ihr werdet als Corona-Jahrgang in die Geschichte eingehen. Auf euch! Liebe Erzieherinnen und Erzieher, ich freue mich sehr, dass Sie Ihre Ausbildung alle erfolgreich abgeschlossen haben. Alles Gute für Ihre berufliche und persönliche Zukunft. Und ich denke, wir sehen uns, wenn nicht dieses Jahr, dann spätestens nächstes Jahr bei Backerball. Ihnen alles Gute und feiern Sie heute noch ein bisschen, soweit es möglich ist. Tschüss. Something unpredictable in the end is right. I hope you have the time of your life. Tschüss. Liebe BP1, mit und dank euch habe ich meine erste Klassenleitung in der Fachschule gut überstanden. Ihr habt euch engagiert mit Fachliteratur auseinandergesetzt. Und manchmal auch mit anderen Dingen. Aber ganz, ganz selten. Auf euch war bei der Vorbereitung von Projekten immer Verlass. Wir hatten mit der BP2 interessante Tage in Papenburg. Viel Spaß auf der Verse. Und eine schöne Zeit in Berlin. Musik.
Prüfung ganz besonders in Erinnerung geblieben sind mir die Grillabende in meinem Garten. Ganz herzlichen Dank für euer Vertrauen, eure Zuverlässigkeit, euer Engagement und vor allem für euer Mitdenken. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und vielleicht sehen wir uns zu Bacaball oder im nächsten Jahr zum Schuljubiläum. Liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, die Hildegardeschule ist für Sie nun bald Geschichte. Eine erfolgreiche Zeit neigt sich dem Ende zu. Als mir klar wurde, dass Sie gehen und die Schule verlassen, dachte ich mir, wenn die alle gehen, dann gehe ich auch. Gesagt, getan. Die meisten von Ihnen verlassen die Hilde nur nach 3 Jahren, einige nach 5 oder 6, ich nach 31. Meine berufliche Zeit geht jetzt zu Ende. Für Sie beginnt das richtige Berufsleben als Corona-erprobte Fachkraft. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück und Erfolg und bleiben Sie der FSB und den HEPS der Hildegardeschule auch in der Zeit Ihres Jobs gewogen. Tschüss und bleiben Sie gesund. Münster. Heute endet die diesjährige schulische Ausbildung der Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten an der Hildegardeschule. Die Prüfung ist bestanden, die Messe ist gelesen, die Wiese ist gemäht, der Drops ist gelutscht. Mein Kommentar dazu lautet: einer der besten Jahrgänge ever. Der FSP-Klassenlehrer sagt über die BP2, ihr seid voll toll. Und für die Zukunft gilt: Leute, haut rein, aber hopp, hopp.